Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss zugeben, ich habe schon lange nicht mehr so viele ideologisch verblendete Redebeiträge von den Kollegen der Opposition, aber auch leider vom Koalitionspartner gehört. Zwei Sachen kann ich feststellen. Erstens, hier hat man das Prinzip der Begabtenförderung nicht verstanden. Und zweitens, Sie haben sich nicht mit den Studierenden unterhalten. Das hat man hier ganz deutlich gemerkt. Seit seiner Einführung 2011 hat sich das Deutschlandstipendium als wichtige Säule der Begabtenförderung etabliert. Im Jahr 2014 wurden 22.500 Studierende gefördert. Beteiligt sind rund 288 Hochschulen bzw. 90% aller staatlichen Hochschulen. Das Deutschlandstipendium aktiviert Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen für ein finanzielles Engagement in der Bildung. Mehr als das, es stärkt die Attraktivität der Hochschulen und trägt zur Ausbildung von hochqualifizierten bei. Richtig ist auch, trotz der Erfolge, und das geben wir auch ohne weiteres zu, werden wir in dieser Legislaturperiode die sehr ambitioniert gesteckten Ziele voraussichtlich nicht erreichen. Laut Koalitionsvertrag sollten 2% der Studierenden bis Ende des Jahres 2017 gefördert werden. 2014 betrug die Förderquote 0,84% der Studierenden. Die Tendenz geht aber deutlich nach oben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine neue Stipendienkultur in Deutschland braucht eben auch eine gewisse Zeit, und die müssen Sie uns dann auch zugestehen. Und jetzt aufgepasst, Herr Schulz, Sie haben eben behauptet, es würde überhaupt nicht vorangehen. Die Anzahl der Stipendiaten in Deutschland hat sich dank des Deutschlandstipendiums schon heute verdoppelt. Im vergangenen Jahr 2015 haben über 7.000 Studierende allein in Nordrhein-Westfalen ein Deutschlandstipendium erhalten. Das entspricht einem Anstieg um 7,3% gegenüber 2014, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf jüngst mitteilte. Jetzt möchte ich noch mal auf drei wesentliche Ergebnisse des Berichts in aller gebotenen Kürze noch mal eingehen. An allen Hochschulstandorten sind die Bedingungen gegeben, private Mittel ausreichend einwerben zu können. Ein allgemeiner Einfluss von Regionalfaktoren auf die Förderquote ist nicht vorhanden, entgegen den Voraussagen der Kritiker. Also wenn wir sagen können, dass die 2% wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode nicht erreicht werden können, warum haben Sie dann nicht die Größe zuzugeben, dass Sie mit all den anderen Prognosen todsicher daneben lagen, die Sie in den letzten Jahren aufgestellt haben? Das Deutschlandstipendium ist von allen Stipendienarten das mit der größten sozialen Streuung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin, schauen Sie sich einfach mal die Zahlen an. Hat der Staatssekretär auch vorgetragen. Entgegen dem Gerede einer reinen Elitenveranstaltung. Der zugrunde liegende Leistungsbegriff fragt eben nicht nur nach den Noten, sondern wir berücksichtigen eben auch in den Lebensläufen soziale Brüche und Hindernisse, die die Bildungsbiografie der jungen Menschen behindern können. So erhalten Studierende mit Migrationshintergrund dem Bericht zufolge überdurchschnittlich oft ein Deutschlandstipendium. Wie können Sie behaupten, dass junge Menschen, die aus sozial schwachen Milieus kommen, hier nicht unterstützt werden? Die Zahlen sagen genau das Gegenteil. 28%, mehr als jeder vierte Stipendiat, hat eine Einwanderungsgeschichte in der Familie. Im Vergleich mit dem Migrationsanteil an allen Studierenden schneidet das Deutschlandstipendium sogar um 5 Prozentpunkte besser ab. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist auch einen Applaus wert. Das ist gelebte Anerkennungskultur der CDU-geführten Regierung. Das Deutschlandstipendium wirkt sich ganz eindeutig förderlich auf die Netzwerke zwischen Hochschulen und Förderern und Geförderten aus. Vor allem sind es mittelständische Unternehmen, welche die Chancen für sich schon entdeckt haben. Daneben gibt es noch Großunternehmen, Stiftungen und Einzelpersonen, die Stipendien finanzieren. Und Frau Gohlke, Sie haben eben behauptet, nicht ein Studierender aus sozial schwierigen Verhältnissen sei geholfen worden. Ich möchte gerne als Abgeordnete des Ruhrgebiets ein Beispiel aus meiner Region geben, nämlich auf die Unterstützung eines Fußballvereins aus meiner Ruhrregion eingehen. Morgen ist ja der letzte Bundesligaspieltag. Der FC Schalke 04 mag ein
eine durchwachsene Saison gespielt haben, aber die Unterstützung des Traditionsvereins für das Deutschlandstipendium ist aller Ehre wert. Die Stiftung Schalke Hilft unterstützt 9 Studierende mit einem Deutschlandstipendium. Der Verein weiß um die Auswirkungen des Strukturwandels, die in der Region immer noch zu spüren sind. Den Standort zu stärken und junge Menschen mit erschwertem Zugang zur Bildung zu unterstützen, liegt Schalke Hilft deswegen besonders am Herzen. Wer also auf die Westfälische Hochschule geht, hat die Chance, durch den FC Schalke und das BMBF gefördert zu werden. Leistungen an der Uni und im Ehrenamt vorausgesetzt. Eine tolle Kooperation, wie ich finde. Von den blauen Weißen können die Roten und die Grünen definitiv noch lernen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache.